Hallo Freunde und herzlich willkommen bei JG Kritik. Heute gibt es meine kurze Meinung zu der Blu-ray zu Exodus, Götter und Könige. Und wie immer wurde mir das Ganze von 20th Century Fox in so einer weißen Verpackung zugeschickt. Heißt, ich kann euch heute mal wieder nicht zeigen, wie das Ganze ungefähr original verpackt aussieht. Trotzdem könnt ihr euch hier auf dem Packshot ungefähr erahnen, wie das Ganze denn dann im Laden aussehen wird. Und zuallererst werde ich ganz kurz was zum Inhalt sagen, danach was zu den technischen Details. Dann werde ich noch kurz auf die Specials eingehen und danach gibt es dann eine kurze Daumenbewertung. Und dann wisst ihr, ob es sich lohnt, das Ding zu kaufen oder eben auch nicht. Ich habe hier die 3D-Version und eben noch eine Bonus-Disc voller Specials. Heißt, heute lohnt es sich auf jeden Fall, auch bis zu den Specials dran zu bleiben. Und dann beginnen wir erstmal mit dem Inhalt in Exodus, Götter und Könige. Wird uns die Geschichte von Moses erzählt, natürlich auch mit die Flucht der Hebräer aus dem Land Ägypten. Und ich muss sagen, beim ersten Mal gucken fand ich vor allem visuell das Ganze wahnsinnig gut umgesetzt. Auch bei den Specials sieht man schon, dass das Ganze zu über 50% nachgebaut worden ist und dann eben nur kleine Teile, aber auch die sehr, 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 sehr gut visuell am Computer nachbearbeitet worden sind. Und ich muss echt sagen, das Ganze sieht sowas von beeindruckend aus, dass ich echt sagen muss, allein visuell lohnt es sich schon, das Ganze sich anzuschauen, gerade auch auf der großen Leinwand. Hier muss ich sagen, hat sich der 3D-Effekt auf jeden Fall auch gelohnt und dementsprechend muss ich sagen, ist der Film technisch auf jeden Fall auf dem absolut höchsten Standard und hat mir super gut gefallen. Und dann muss ich sagen, dass mir das Ganze geschichtlich auch beim zweiten Mal gucken deutlich besser gefallen hat als beim ersten Mal. Beim ersten Mal hat mir vor allem die Zwischensequenz, ich sag mal so nach einer Dreiviertelstunde nicht so richtig gefallen, denn dann hatte ich zwischendurch so ein bisschen vergessen, worum es eigentlich geht. Auf der einen Seite gab es nämlich so eine Drohung und quasi so einen annähernden Krieg und auf der anderen Seite hat man dann fast vergessen, dass da eben diese Drohung ist. Fand ich ein bisschen blöd, also so ein bisschen Fokusprobleme, doch beim zweiten Mal gucken hat mich das schon deutlich weniger gestört und dann hat mir auch die Gottesdarstellung um einiges besser gefallen. Vielleicht liegt es einfach daran, wenn man den Stoff einfach noch ein zweites Mal sieht, kann man sich eben nochmal damit auseinandersetzen. Außerdem hilft natürlich auch immer so ein bisschen noch die Bonus-CD, denn da kann man natürlich dann noch erfahren, was sich der Regisseur dabei gedacht hat. Und ich muss sagen, beim zweiten Mal gucken war das Ganze deutlich schlüssiger und hat mir dementsprechend auch eine ganze Ecke besser gefallen. Heißt, der Film hat früher von mir 6 von 10 möglichen Punkten bekommen, inhaltlich. Jetzt würde ich dem Film sogar 7 von 10 möglichen Punkten geben. Hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und technisch habe ich gerade eben schon ein paar Sachen gesagt. Das Ganze sieht, wie gesagt, wahnsinnig gut aus und ist eben hier auf der Blu-ray auch total scharf. Auch der 3D-Effekt, ich habe es eben noch geguckt, ist wunderbar gut geworden. Heißt, man hat keine Ghostings. Und hier würde ich auch behaupten, lohnt sich das Ganze, denn auch hier hat sich Regisseur Ridley Scott tatsächlich sehr viel Mühe gegeben, das Ganze auch sehr schön umzusetzen. Und gibt den Szenen auf jeden Fall ein bisschen mehr Tiefe und macht das Ganze tatsächlich auf einer anderen Ebene auch viel genussvoller nochmal. Wobei natürlich, ihr wisst alle, 3D ist eine Sache, die macht einen Film nicht besser, aber kann eben unter Umständen ganz nett sein. In diesem Fall stört es mich auf jeden Fall nicht. Heißt, das kann man auf jeden Fall machen. Wenn man das Geld nicht hat, lohnt sich natürlich auch die 2D Blu-ray. Und dann werde ich jetzt noch ein paar Worte zu den Specials verlieren. Und wie gesagt, ich habe hier eine ganze Bonus-Disc mitbekommen. Und da muss ich echt sagen, war ich total begeistert. Von vorne bis hinten erfahren wir alles über die Produktion, vom Set-Design, von der Konzeption aller Szenen. Und dann geht es eben die ganzen Schritte entlang, wie man das Ganze aufbaut, wie man dann die Schauspieler castet und so weiter. Und da muss ich echt sagen, ist das echt geil. Ganz nah schon am Herr der Ringe Niveau und hat mir total viel Spaß gemacht. Ich saß da auch eine ganze Zeit lang dran, deshalb gibt es jetzt hier meine Review zu der Blu-ray. Leider auch fast eine Woche nach Veröffentlichung der Blu-ray. Ich habe es einfach nicht geschafft, das Ganze so schnell durchzuschauen. Allein der Film dauerte schon fast 2,5 Stunden. Plus dann eben noch die ganzen Specials, die dann eben auch total zeitlich reinhauen, denn es sind wirklich viele. Und trotzdem, das Ganze ist natürlich absolut positiv gemeint. Es hat mich total gefreut, endlich mal wieder zu sehen, wie man en Detail eben die ganzen Sachen dann durchführt. Und da muss ich auch sagen, hat man einige Sachen noch dazu gesagt, die man bei anderen Specials eben nicht gesehen hat. Ich meine jetzt mal, ja, auch bei Herr der Ringe zum Beispiel nicht. Also es gibt ja mal so typische Schritte, die man so bei einer ausführlichen Dokumentation über einen Film immer so sagt. Und hier wurden eben noch ein paar mehr Sachen gesagt und das fand ich auf jeden Fall total schön, wobei natürlich hier und da hat man wieder dieses Bauchpinseleien-Ding, sodass man eben den Film bis in den Himmel lobt. Ja, meine Meinung ist da, wie gesagt, Film ist okay, jetzt kein Meisterwerk, aber wie gesagt, die Specials haben sich auf jeden Fall gelohnt. Heißt, da bin ich voll zufrieden, insofern bekommt das Ganze von mir auch auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Wie gesagt, der Film würde von mir 7 von 10 möglichen Punkten bekommen. Und jetzt bin ich auf eure Meinung gespannt, habt ihr euch den Film damals im Kino angeschaut, beziehungsweise werdet ihr euch jetzt die Blu-ray in 3D oder in 2D kaufen und wenn ja, warum, hat euch das Ganze gefallen? Bitte alles unten in die Kommentare rein, ansonsten war es das auch schon wieder mit meiner Review zu der Blu-ray, denn jetzt sehen wir uns auch hier auf der Endcard wieder, denn hier könnt ihr mich gerne abonnieren, falls ihr mich unterstützen wollt. Außerdem gibt es da unten auch eine ganze Reihe an Social Media Links, gern draufklicken, dann seid ihr auch immer auf dem aktuellsten Stand. Ansonsten gibt es da noch eine andere Kritik zu dem so umstrittenen Film Mad Max Fury Road und darunter könnt ihr noch gerne euch einen anderen Trailer angucken. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis demnächst.